Da, wo Battlestations Midway seinerzeit aufgehört hat, setzt Battlestations Pacific ein, im Zweiten Weltkrieg über und auf dem Pazifik. Auf Seiten der Amerikaner oder der Japaner schlagt ihr euch in Flugzeugen und Schiffen gegen den jeweiligen Feind durch. So erlebt ihr etwa aus Sicht der Japaner den Angriff auf Pearl Harbor oder auf der Seite der USA die Schlacht um Okinawa, um den Pazifik weiter zu erobern. Eine ganz wichtige Rolle dabei spielt der große Strategieanteil. Ganz anders nämlich als in normalen Actionflugspielen befehligt und steuert ihr gleich mehrere Luftfahrzeuggruppen und Schiffe. Das variiert natürlich je nach Auftrag. So kommt es etwa, dass ihr in dieser Mission japanische Kampfboote abwehren müsst. Dazu stehen euch selbst ein paar Kreuzer zur Verfügung, denen ihr per Tastendruck Befehle erteilen könnt. So etwa die feindlichen Schiffe anzugreifen oder sich eher passiv zu verhalten. Mit dem Digitalkreuz schaltet ihr durch die Schiffe, die ihr dann auch selbst steuern und die installierten Waffen an Bord nutzen könnt. Jeder Gegner hat unterschiedliche Trefferzonen. Habt ihr einem Schiff genügend Schaden zugefügt, was der Balken an der Schiffsbezeichnung verrät, so sinkt das Boot. Szenenwechsel. Hier sind wir schon etwas weiter in der Kampagne vorgerückt und müssen mit Hilfe eines Flugzeugträgers mehrere Bomber in die Luft bringen, um feindliche Schiffe zu versenken. Darunter ebenfalls ein Flugzeugträger, der natürlich auch fleißig Flugmaschinen starten lässt. Um es mit denen aufzunehmen, schießt ihr mit der Bordkanone direkt auf die feindlichen Flieger. Bewegen sich diese zusätzlich noch side auf oder abwärts, hilft euch eine kleine Zielscheibe, die verrät, wo ihr hinschießen müsst, damit die Kugeln auch die Bahn der Flugzeuge kreuzen. Starke Kreuzer zu Wasser könnt ihr mit der normalen Bordkanone kaum etwas anhaben. Dafür befinden sich die sekundären Bomben und Torpedos an Bord eurer Flugzeuge, die ihr mit Druck auf die linke Schultertaste aktiviert. Battlestations Pacific sieht zu diesem Zeitpunkt schon recht fertig aus und bis auf das schon etwas angefaulte Setting des Zweiten Weltkriegs macht das Spiel auch einiges her. Hobbystrategen sollten sich schon mal den Zeitraum um den 15. Mai im Kalender anstreichen, dann nämlich erscheint das Spiel.